Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Origins. Ups. Wo sind wir gerade? Warte mal, wir sind, ach genau, hier sind wir. Da wollte ich doch gleich hin. Was machen wir denn jetzt mal Schönes? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir hier für Quests haben. Eine 30er, ist auch gar nicht so weit weg. Wo ist die? Ach, wieder hier oben. Ja, ich würde sagen, machen wir es einfach mal. Ich glaube, es geht ja fast schneller, wenn wir da jetzt mit dem Pferd hingehen, als mit der Schnellreise. Hier kommst du aber durch. Ich wollte schon sagen. Oh, ein paar Orangenbäume. Hopp. Und hopp. So. Okay, den Rest gehen wir zu Fuß. Kannst hier bleiben. Verzeihung. Hopp. Huch. Wo waren wir da denn jetzt? Gerade drin gelandet. Naja. Okay, wir sollen da hoch. Jupp. Okay. Bayek, komm schon. Was? Geh mal hier hoch. So. Achso, Kleopatra oder wie? Hottefress. Nee. Was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Ja, wir sind so. Hallo? Hottefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Ja. Aber bitte nicht gegen uns. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodoros es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Aha. Und jetzt ist Shadya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Oh Mann. Da ist schon wieder irgendwer gestorben, da hinten. Aha, na gut. Der ist sie, oder? Nee. Moment. Hier runter? Nein? Na gut. Wo willst du hin? Renut. Schön, dich zu sehen. Achso, da steht. Huch. Renut? Ich hab die da im Schatten gar nicht stehen sehen. Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich habe, was ich brauche.
Okay. Wir hatten das also schon. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Es ist noch nicht vorbei. Na gut, dann gehen wir jetzt mal den Hauptmann still und heimlich aus dem Leben nehmen. Mal schauen. Ah, du musst nicht gleich die Palme hochgehen. Du da! Halt! Gemeinsam! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Hey! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Zack! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Batsch! Zack. Ja. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hutefress mehr. Schauen wir Niemand mal. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Ja, das glaube ich auch, dass das noch nicht vorbei ist. Hi. Du lebst? Sie wollten Renut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Es fällt ihm ja früh Doch ein. Zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit.
viele Tote. Neue Quest, der Kampf für das Fayum. Machen wir direkt mal. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus' innersten Kreis reichen. Wir können keinem Phylakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Okay. Mal gucken, wo der ist, der Bauer. Jups. Da hinten. Da hinten ist er. Mal schauen, was er zu sagen hat. Hopp, 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 einmal hier durch. Ich bin wegfrei. Einfach durch. Hi. Hallo. Zeni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Feuer? Will das jetzt abbrennen oder was? Achso, ja, hier. Was machst du da? Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Wird er das? So, und jetzt hi. Bitteschön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefriss kämpft mit euch. Hotefriss? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefriss bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Seni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Ich sage es allen, Seni. Na bitte, geht doch. Ich hatte gerade kurz gedacht, weil er gefragt hat, was wir da machen, dass er das so nicht meinte mit dem Feuer entzünden, aber es ging ja. Jetzt nehmen wir den normalen Weg. Jetzt laufen wir nicht oben. Klettern wir nicht an der Wand zu ihm rauf. Da hat ein Tigerfell. Leopard. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun merke ich, ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir. Soldaten! Wo bist du, Malakia? Komm runter! Wir müssen reden! Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Komm, Bruder! Reden wir mit ihnen! Mit unseren Schwertern! Ich gebe dir Deckung! Und es ist schön, dass du wieder da bist, Bruder. Zack! Oh.
Wurm. Aua. So, weg mit euch. Ey, du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. So alt bin ich nicht, Sivana. Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? Gut, wir... Das war unnötig. Ich wollte gerade sagen... Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Rote Fress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den... Boah, der arme Esel! Geheiratet habe. Alter, hat die eiskalt den Esel platt gemacht. In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Wir treffen uns mit ihnen. Rebellen? Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Majak. Och. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Der... Was hast du gegen Esel? Ach du Scheiße. Was macht das Krokodil auf der Brücke? Zwei Esel hat sie umgeritten. Ey. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Hier lang. Ihr Lager ist direkt voraus. Na dann. Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Sie wissen Bescheid. Wir werden erwartet. Okay. Der wird nie fallen. Hallo. Ich bin Chenut. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Du bist Bayek von Siva? Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. Ja, toll. Super. Als ob wir nicht schon genug zu tun hätten. Naja, schauen wir mal. Hopp. Dann kann Sinu gleich mal wieder vorausfliegen. Zeig dich einfach. Du da! Den Rest erledige halt. Ich dann schon. Oha. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hi.
Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana. Ich hab von dir gehört. Du hast alleine in der Arena gekämpft wie ein Wahnsinniger. Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist. Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Hey! Weniger trödeln, mehr Eile! So. Das ging doch eigentlich ganz gut. Hat gut funktioniert. Dann sollten die ja jetzt auf unserer Seite sein. Hey. Der Rückweg ist sicher. Zuerst brauche ich noch was von dir. Chenut wartet in eurem Lager. Sie wird dich um Hilfe bitten, ihr Volk zu schützen. Ich schulde dir mein Leben. Du hast mein Wort, dass wir ihr helfen. Dann sag ihr auch, dass ich zur Bubastos-Feste gehe. Ich muss den Kommandanten sehen. Allein gegen eine befestigte Garnison? Bist du verrückt? Ja. Vielleicht. Ich bin Bayek von Siva. Wir sind verrückt. So, komm her, hopp. Jawohl. Direkt im Galopp aufsteigen, dann könnt ihr ja keine Zeit verlieren. Wow. So. Das klingt nach größeren Protesten. Vor der Feste hat sich eine Menge versammelt. Ja, wir holen erstmal den hier, komm. So. Weg mit dir. Problem ist nur, wir haben nicht mehr so viel Pfeile. Egal, schick mal Sinnoh mal voraus. Oha. Oha. Bescheuert, da willst du rein? Na, herzlichen Glückwunsch. Zwei Hauptmänner, ein Kommandanten, vier Schätze. Was ist das denn? Gar nichts, weil du bist jetzt weg. Tschüss. So. Gut. Was sagtest du? Es heißt, wenn man 20 Tage durch die Hitze der Wüste marschiert, dann erscheinen sie. Wie ein Wunder zuerst. Aber dann nehmen die Bäume Gestalt an und das Schimmern verwandelt sich in große Becken mit reinstem Wasser, um deinen Durst zu löschen. Oh, erinnerst du dich an meinen alten Helm, den... Hey, was? Stirb endlich! Hey! Blödes Pferd. Mist. Hier geblieben. Stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Da komm, mach ihn platt. Ei, ei. Okay, was haben wir hier? Einen Schatz. Okay, okay, okay. Oh, das wird schon wieder zu viel.
Verdammt. Oh. Nein, hat er nicht. Komm, weg. Ich erschieße ihn. Oh. Fuck, komm her. Ach komm. Sag mal. Ein leichter Schuss. Ja. Weicht nicht aus, warum auch. Mann. Es lief gut. Und dann kam der Kommandant. Na toll, was. Ist da was? Dann kommt jetzt Plan B. Hallo. Nö, komm. Sag mal. Ey, der Typ kann... Der kann überall klettern, überall, und dann kommt er hier nicht hoch. Also. Das ist doch ein Scherz. Ah, egal. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Horner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Wir haben hier erstmal Pfeile. So, neue Pfeile. Na super, die haben mir jetzt gerade noch gefehlt. Die haben mir jetzt gerade noch gefehlt, ey. Shit, die kommen tatsächlich. So. Du bist wie ein Helot, nur schäbiger. Reiß dir die Eichelade raus. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ich da erstmal bis dann und ciao.